Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Sadi. Heute gab es ein Update mit dem Patch V.5.41 und es gab ein Item und zwar die Taschenburg. Aber bevor wir dazu kommen, lasst mir doch einen Like für dieses Video da. Einfach als Unterstützung, Motivation, das würde mich sehr freuen. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet mit Gameplays, Tipps, Tricks, Hinweisen, Infos, Funny Moments und so weiter, dann lasst auch ein Abo da und macht auch die Glocke an. So, hier sehen wir auch schon das Item, was es mit dem Patch, mit dem Update neu geben wird, und zwar die Taschenburg. Haut die Taschenburg raus und verteidigt euch aus noch größerer Höhe. So, ich habe schon eine Taschenburg jetzt in einem Gameplay gefunden und zeige euch jetzt einfach mal, wie die aussieht. So, hier machen wir unsere goldene Truhe auf. Hier haben wir auch die Taschenburg jetzt schon erhalten. Und jetzt werfen wir sie einfach mal hier raus und schauen uns einfach mal an, wie diese Taschenburg aussieht. Boah, also es ist schon imposant, größer als das Fort Fort. Und wir sehen auch hier Bounce Pads an der Seite, 3 Stück, so wie es auch auf der anderen Seite sind. Also ringsherum haben wir jeweils 3 Bounce Pads und wir schauen uns einfach komplett mal die neue Taschenburg an. Ich laufe mal die kompletten Seiten ab, damit ihr euch mal alles hier ansehen könnt. Und es ist schon riesengroß, das Ding, also größer als das Porterfort auf jeden Fall. Hier sehen wir auch die Ecken, die Mittelteile. Also im Grunde genommen ist das Mittelstück ein Porterfort, was eben um die zusätzlichen Ecken vergrößert wurde. Und hier drin seht ihr ja ganz genau die Reifen, wie man auch hochspringt. Hier sehen wir eigentlich die Grundbasis, das Porterfort, und hier haben wir die Stellen, die einfach nur dazu beitragen, dass das Porterfort noch größer da ist als Taschenburg. Und durch die Bounce Pads könnt ihr ganz klar ohne Fallschaden nach unten springen oder einfach auch eure Gegner direkt angreifen und könnt auf die andere Seite springen. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser Info und mit dem Video weitergeholfen über die Taschenburg. Man kann sie auf jeden Fall nutzen, die Taschenburg. Die Bounce Pads sind sehr nützlich. Man hat auch direkt was Großes, Imposantes. Mit dem Team kann man da auch direkt mit Gegner sozusagen auch angreifen und sich selbst auch verteidigen. Also ich denke mal, das ist schon was Interessantes, was da neu reingebracht wurde. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da. Bis demnächst, euer Sadi. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Das würde mich unheimlich freuen, motivieren und auch unterstützen. Denn ich mache diese Videos als Spieler für euch als Spieler. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet, mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays, Funny Moments, Infos und so weiter, dann einfach auch ein Abo dalassen und auch die Glocke anmachen. Das kostet euch auch nichts. Und für weitere Fragen und Anregungen einfach einen Kommentar dalassen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Bis dahin tanzen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Bis demnächst, euer Sadi.